Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Still Wakes The Deep, in der wir heute die Fackel untersuchen. Wir haben es jetzt erstmal wieder nach oben geschafft, wir haben mit Roy gesprochen. Roy lebt, das ist schon mal wichtig. Boah, lecker, ja, oh, ja. Das schmeckt. Nee, das schmeckt nicht, das schmeckt hier. Yeah. Okay, gut. Aufgewärmt haben wir uns auch. Dann würde ich sagen, let's go. Oh, raus, okay. Mal kurz zurück. Jonathan Apelt. Hallo? Hallo? Anyone there? Ah, here he is. Listen, I don't have long. I left away my mum. I had to get out. She's hurting me. I'm going off my head stuck. Zeus! Is that you? Okay. Ja, okay, wir fangen jetzt an. Okay. What is this? Zeus! Zeus! Ja, okay, es fängt auch an, unseren Verstand langsam. Ja, ich weiß nicht, ob es versucht, den Verstand zu manipulieren oder wir einfach nur anfangen, irgendwie crazy zu werden. Aufgrund von dem, was hier alles so passiert und aber auch aufgrund von der Macht von dem, was auch immer hier, was auch immer das ist, ja. Weil es nimmt die Menschen ja irgendwie auch so ein bisschen ein, wie so eine Art Virus. Und wir haben es bisher immer ganz gut geschafft, uns davor zu schützen, aber vielleicht fängt es doch an, dass es auch langsam so ein bisschen unser Gehirn matschig macht. Oder wie auch immer ich das sagen soll. Okay, hier geht's nicht rein. Diese Geräusche sind so ehrenlos, aber die sind auch so geil. Dieses Gejaule immer. Okay. So, wir sollen zur Fackel. Was ist denn die Fackel überhaupt? Untersuche die Fackel. Okay. Does it go bigger? Ja, ich glaube schon. No mirror, thank fuck. Ja, warte mal, der war doch hier. Wir sind doch hier draußen vor dem abgehauen, vor dem Typen. Nicht das. Oh, nee, da hab ich ja gar keinen Bock drauf, dass der Kollege jetzt wieder kommt. Wir sind hier draußen vor dem Abgehauen am Anfang. Da der hier auf dem Deck oder wie auch immer man das nennen mag, hat er hier sein Unwesen getrieben. Okay, da geht's nicht weiter. Wir müssen also hier lang. Ja. So sieht's nämlich aus. Ein Funke und dann gehen wir hier in Flammen auf. Nee, nee, nee. Nicht jetzt. Hier ist ein schlechter Punkt. Wir müssen immer weit weg von dem Viech auf jeden Fall. Und allem, was das so mit sich bringt. Okay. Hier lang, oder was? Erstmal hier gucken, was hier noch Schönes gibt. Na, guck mal hier. Anschauen. Jesus. That's no right. Ja, aber die hat doch schon die ganze Zeit so Feuer gemacht. Das war doch schon am Anfang so. Da habe ich mich nämlich auch schon die ganze Zeit gefragt, ob das so muss. Aber scheinbar nicht. Da ist einfach ein großes Loch. Okay. Okay, das ist wieder das Gleiche. Gut. So, aber ansonsten gibt es hier, glaube ich, für uns nichts zu sehen. Wir gehen also hier hoch. Roof Access. Macht alles keinen guten Eindruck, sage ich euch, wie es ist. Die Chancen um uns stehen nicht gerade gut. Vor allem, als ob wir halt nicht am Festland anrufen können, als ob das halt gar nicht geht. Ah, oh, Gott sei Dank, endlich jemand. Endlich ein Freund. Ach, das ist Brody. Brody. Fucking hell. Jetzt erinnere ich mich an den. You mean anyone alive? Well, I spoke to Roy. He's no doing great without his insulin. And I've no idea where Finley is now. I spoke to her a few minutes ago.
She's stuck until she gets past Rennick. Or what used to Finley be ist eine Frau. Feels like everybody's deed are worse. I don't know about your side of the pontoons, but where I was, the oil tanks are burst, and I think there's a gas leak. I mean, I'm looking for a fucking bright side here. Well, let's cross that bridge when we come to it, all right? Right now, we have to deal with the stack. That noise! Ja, das ist echt wirklich bitter, dieses Geräusch. I'm kind of thinking the flare shouldn't be looking like that. No. Main feed's ruptured. It's burning out. It could get worse. And if it does, it could spread to the derrick and cause an explosion. Right, so we're fucked. So schaut's aus. Not if we switch the flare onto the auxiliary gas pipe. If you go over to the processing quad. Ja. What? Have you seen it out there? Kein Problem, wir gehen darüber. Was soll's? You can't even work the controls, Kaz. Otherwise I, of course, I'd go myself. Christ. Richtig. Alright, alright. What am I doing? You need to get there and find the diverter valve. Wenn ich das machen könnte, wäre ich schon längst gegangen, aber ich muss leider hier in Sicherheit bleiben. Denn ich muss die Maschine bedienen. Da gibt es keine andere Option. Ja. Klar. Klar, Andreas Bujupi. Ist gar kein Problem. So. Brody, ich habe das Radio gefunden, aber kein Signal, kein verdammter Piep. Du weißt, was wir tun müssen. Es ist unser verdammtes Problem. Finlay. Okay, Finlay ist eine Frau. Ich hatte das nicht gemerkt, aber das tut ja auch nichts zur Sache. Jetzt wissen wir es. Nicht hier? Nee, da nicht lang? Okay. Ich dachte vielleicht da lang. So, ja. Er muss leider hier bleiben. Weil er ist der Einzige, der die Maschine bedienen kann. So. Aufbereitungsanlage. Hopp. Rein. Ja. Erstmal chillen hier. Kann ich davon was nehmen? Nee. Ah, wir müssen hier sogar rein. Okay. Weil wir wieder hier umherkriechen müssen. Boah, das geht ja auch massiv nach oben. Ich hoffe, da müssen wir nicht hoch. Ich hab's mit der Höhe, Leute. Und auf das Vieh habe ich auch keinen Bock. Och nee. Muss das denn sein? Ach, den habe ich nicht vermisst. Den Adi. Oder wie er hieß. Adri. Deinen Namen schon wieder vergessen. Irgendwas mit A auf jeden Fall. Ah, nee, 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 nee. Spring. Spring. Wo auch immer hin. Spring. Okay. Und da direkt auch hin. Oh Gott. Ich kann das langsam alles nicht mehr. Hm. Das sieht nicht gut aus. Okay. Wir sind... Wo sind wir? Das X ist überhaupt nicht eingezeichnet. Hä? Das X, wo wir sind, ist gar nicht eingezeichnet. Okay. Oder heißt das, wir sind hier? Nee, aber eigentlich ist das ja nur die Legende und dann ist das irgendwo eingezeichnet gewesen bisher. Wir müssen runter. Huch. Ich werde immer X drücken, es tut mir leid. Wo ist der? Der war weiter unten, ne? Ja, da ist er. Och nee. Muss das sein? Oh Gott. Oh Gott. Nee, 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 nee. Wo geht's lang? Nirgends geht's lang. Gleich ist er da. Aber was soll ich machen? Okay. Warum ist er denn so darauf aus, uns zu fressen? Was haben wir dem denn getan? Ja. Oh.
Nee, ich wollte da schon lang. Hi, na, was geht? Drücken. Ja. Mach dich bloß ab. Ah, das gleiche Spiel wie immer. So, ja, mein Hammer. Hast du das gehört? Ich glaub schon, ne? So, wir müssen da lang, aber dafür müssen wir das wahrscheinlich erst abdrehen. So. Okay. Och, alles bestens. Gar kein Problem. Na du? Nee, der jetzt ist er nicht. Aber das ist ja geil. So, wieder hier rein. Hier waren auch noch Sachen, die ich grabben konnte, genau. Nee, lass mal. Scheiße. Kacke. Warte mal, ich konnte mich doch um die Ecken lehnen irgendwie. Ja. Ging das? Genau so. Nee, lass mich mal. Bleib mal da hinten, Junge. Da bist du gut aufgehoben, so. Ich glaube, hier bin ich in Sicherheit, ne? Oh Gott. Okay. Was genau machen wir jetzt? Stellen wir das ab? Okay. Of course you can't, because I'm not that fucking lucky. No, it's not working. The gas is flowed back toward the rig. I'm sorry, Kaz. I need you to do it manually. It's too dangerous to leave it. You'll have to head out onto the stack and use the relay. Kein Problem. Fuck. Did you hear me, Kaz? Wave or something so I know you're receiving. Prick. Understood. God, speech. Ah, schön. Ich liebe die ja alle. Das ist so geil. Das sind alles solche guten Leute. Ah, ich bin halt einfach der Knecht. Zum Knecht geboren. So schaut's aus. Ich muss hier die Drecksarbeit machen. Aber ganz ehrlich, wenn ich's nicht mache, dann macht's halt keiner und dann sind wir sowieso alle verloren. Also was soll's. Was soll's, Leute. Es bleibt sowieso an mir hängen. Also, let's go. Wenn ich mir die anderen Deppen hier so angucke, dann ist es vielleicht ganz gut, dass wir das selbst alles in die Hand nehmen. Aber das ist natürlich jetzt... Also da habe ich natürlich jetzt wirklich wenig Bock drauf, sage ich, wie es ist. Oh, was? Was? Nee! Oh! Oh! Oh, ich weiß gar nicht, was hinter mir ist. Ich will es auch gar nicht wissen. Schneller! Oh, durch! Ich wollte die Tür hinter mir zumachen, verdammte Kacke. Ich wollte die Tür hinter mir zumachen. Ja, okay. Ja. Ich will nur mal gucken, ob das was bringt. Nee, ne? Hallo. Ich wollte es nur mal sehen. Okay, gut. Also wir können die Türen eh nicht hinter uns zumachen. Der kickt die selbst, wenn, wahrscheinlich einfach wieder auf. Okay. Gut. Ja. Beim ersten Mal habe ich das Viech gar nicht gesehen. So, hopp. Rüber. So, auf. Ja, nach links. Und weiter geht's. Renn, Junge, renn.
Aber vielleicht schaffen wir es, dass er ins Meer stürzt, wisst ihr? Oh, 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 oh. Hier kommt er nicht durch, ne? Ja, aber der kann außen rum gehen. Oh Gott. Entzünde die Fackel. Na klar. I'm doing this! Was genau? Ich wollte gerade sagen, das ist doch eine riesen Gaswolke da. Oh, aber es fällt nicht ins Wasser, aber es brennt. Auch gut. Okay, ich muss den Weg zurück. Okay, das muss also brennen. Es war also doch richtig, dass es brennt. Aber ich wollte sagen, das hat auch am Anfang gebrannt, als noch alles in Ordnung war. Okay. Ja, als wüsste ich das nicht selber, Junge. Dank für den Kommentar. Die Musik klingt so, als würden wir gleich sterben. Scheiße. Habe ich es verkackt oder war das gewollt? Ja, es war gewollt. Love. I'm not being difficult. I'm just trying to pick up the pieces of your mess. He wouldn't let it go, okay? He's carried a fucking torch for you since school. He's always hated me for being the bigger man and for having you and those beautiful fucking wings. Oh, no. Bigger man. You are shitting me, McCready. You're the bigger man. Do you think your old daughter's got more brains and bigger bars than you have? What about the kids? The flat's in your name. You go to Berlin and they just take it away. Listen, Suze, come on! No, no, you shut it, McCleary! You sit your arse down and you just listen to me! How could we not just talk about this? Because I am smarter than you, that's why! Shots fired! I will not let you drag those girls down with you! You sort this! Whatever you have to do, I don't care! You sort this or I will leave you, you understand? Suze, look, I'm really sorry. Kaz, just enough, okay? Just get out of my sight. Try not to put anyone else in hospital the day, eh? That might make a nice change for you. Die hat mich aber ganz schön zur Sau gemacht, du. Eieieiei. No, I didn't mean that. Why'd you have to... Ah, Suze. Jesus Christ. Oh, fuck. Jesus. Suze. What have I done? Oh Gott. Ah, you bastard. Oh, wir sind ganz schön weit unten. Aber wie sind wir überhaupt hier hingekommen? Wir sind doch da oben gegen geknallt. Alter, wir sind einfach direkt über dem Meer. Nicht so schön. Hier hat auch alles irgendwie angefangen. Wobei, nicht so weit unten waren wir bisher noch nicht so. Mal wieder rüberkriechen hier. Ich würde auch gerne mal sehen, da kommt das alles her. Das würde ich mir auch noch mal gerne genauer angucken. Na? Ah, ja, klar. Der Mann kennt keine Furcht. Kannst du mir immer wieder sagen. Süß. What is this fucking stuff doing to me? Ja, das frage ich mich auch. Tür auf. Leute. Muss ich mich wieder nach oben arbeiten. Da hat das alles irgendwie bei dieser Bohrung seinen Ursprung. Sind da irgendwie rein, wir haben da reingebohrt in was auch immer und dann ist das da rausgekommen, das Vieh. Oder was auch immer das ist.
Ein richtiges Vieh ist es ja nicht. Das ist irgendwas anderes, weil das saugt ja uns Menschen an und benutzt uns dann als Viech quasi. Es ist ja so gesehen selber gar kein Viech. Das ist irgendwo... Irgendwas Übernatürliches auch so ein bisschen. Ich wollte nochmal da um die Ecke gucken. Ah, lecker. Klettern? Na klar. Da brauchst du aber auch Kraft und Ausdauer. Du, ja, das war zu erwarten. Aber ich lerne es doch einfach nicht. Okay. Wieder runter, oder was? Okay, aber nur ein Stück. Da ist ein Brief. Nachricht von Finlay. Brody, wenn du das liest, komm zum Maschinendeck. Ich habe meinen Teil getan. Hoffentlich funktioniert dein Plan. Das ist unsere letzte Chance. F. Die haben irgendwie sich hier immer mal abgesprochen. Habe ich statt Gefühl. Zum Maschinendeck. Okay. Uff, Leute. So. Ich würde sagen, das ist ein guter Punkt, um Break zu machen. Ich würde sagen, wir machen morgen weiter. Und ich mache auch morgen weiter. Und schauen wir dann das Maschinendeck an, denn es ist wirklich so warm, ich brauche eine kleine Pause. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann schaltet gern morgen wieder ein um 18 Uhr zur nächsten Folge Still Wakes the Deep. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. So, bis morgen 18 Uhr, Leute, macht's gut. Ciao. You bring the police to my door? To my rig? I can sort this, right? I just need time. Don't you answer me back! You're fired. You hear me? Fired. Jesus, Gregor! Gregor!